Leute, wie im vorherigen Video gesagt, öffnen wir jetzt das Paket. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, weil ich bekomme ja relativ oft Pakete. Und wenn da jetzt nicht draufsteht, von welcher Marke das ist oder so, komme ich da nicht immer mit. Deshalb, ja, öffnen wir das Ganze jetzt. Ich habe selber keine Ahnung, was da drin ist. Es könnte alles Mögliche sein, was ich mir jetzt bestellt habe. Ich sehe jetzt diese Box und jetzt weiß ich direkt auch, worum es geht. Und zwar ist da drin eine Perücke. Und zwar hat mich diese Firma vor ein paar Tagen angeschrieben, ob ich Lust auf eine Perücke habe, mit der ich halt auf Instagram ein Bild poste. Aber ich zeige ja eh alles auf YouTube, deshalb ja. Und zwar habe ich mich für eine schwarze Perücke entschieden, die halt Locken hat. Weil ich bin mir zu faul, um Locken zu machen. Und ich habe eh schwarze Haare, deshalb ja. Ich habe schwarze Glatthaare und jetzt habe ich mir eine Perücke mit lockigen schwarzen Haaren geholt. Und ja, das sieht alles mega, mega edel aus. Weil ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, ne? Da ist so ein, wie heißt das, Perückennetz? Ja, erstmal so machen, oder? Ja, Mama, jetzt red doch nicht in mein Video. Ja, wie ihr seht, macht man das halt um seinen Kopf und dann trägt man die Perücke. Und ich zeige euch jetzt die Perücke. Leute, ohne Witz, die Perücke fühlt sich so weich an. Mama, hilf mir mal. Leute, das ist so edel verpackt, ne? Ich schwöre, oh mein Gott, das fühlt sich echt so geil an, ne? Leute, so sieht halt die Perücke aus. So sieht sie halt von vorne aus. Und so halt von hinten. Leute, gebt euch mal diese Locken. Das ist sogar meine Haarfarbe, Alter. Leute, diese Haare fühlen sich an wie meine echten Haare oder sogar noch gesünder. Holy. Ich werde diese ganze Perücke jetzt anprobieren. Ich bin mega gespannt. Meine Mutter hilft mir dabei, weil ich allein das niemals hinbekommen will. Leute, ich versuche jetzt die Perücke anzuziehen. Also ich habe es versucht, aber ich habe es nicht hinbekommen. Deshalb hilft mir meine Mutter. Aber ja, ich kann mir nicht mal selber Zöpfe flechten. Ich bin echt inkompetent. Ich schwöre, ich kriege nicht mal selber eigene Zöpfe flechten im Dingsbums hin. Also ich kriege einen normalen Zopf hin, aber nicht halt, ja, einen geflochtenen Zopf. Ja, ich bin einfach zu inkompetent und meine Mutter macht mir jetzt das Ganze. Und ich zeige euch gleich das Ergebnis. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig angenehm an, das Netz. Ich schwöre, es fühlt sich echt richtig angenehm an. So im Sportunterricht oder so fliegen einem nicht die ganze Zeit die Haare rum. Finde ich auf jeden Fall richtig cool, das Netz. Und ja, jetzt zieht meine Mutter an mir die Perücke an. Ich nehme euch live mit. Okay, es ist gerade richtig spannend. Wow. Leute, es fühlt sich richtig krass an, andere Haare drauf zu haben. Leute, das wisst ihr gar nicht. Ja, meine Mutter muss das Ganze noch fixieren. By the way, wir machen das alles zum ersten Mal und richtig hier live. Deshalb hatet uns nicht. Wir können nichts dafür. Wir sind noch keine Profis. Und ja, wir fixieren das Ganze und dann zeige ich euch das Endergebnis. Oder soll ich euch mitnehmen? Ja, es interessiert euch bestimmt, wenn ich euch mitnehme. By the way, sorry, ich muss eigentlich in die Kamera gucken, weil ich gucke irgendwie die ganze Zeit auf den Bildschirm. Es tut mir so leid. So sieht die Perücke jetzt angezogen aus. Leute, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben voluminöse Haare. Ich habe das sonst nie. Und es ist jetzt was komplett Neues für mich, voluminöse Haare zu haben. Ich glaube, die Haare sind auch länger als meine Naturhaare. Und ja, also ich feiere die Perücke auf jeden Fall. So sehen meine Haare jetzt von hinten aus. Ich sehe sie jetzt selber nicht. Ich sehe sie gleich erst, wenn ich das Video sehe. Ich denke mal, dass die Haare wirklich länger als meine Naturhaare sind. Kommentiert mal, wie ihr die Perücke findet. Und ja. Und ja, ich finde die Perücke mega cool. Und ja, kommentiert mal gerne, wie ihr sie findet. Ich finde sie cool, wie gesagt.